Hi, wunderschön, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mindtest. Creative Server Let's Play. German Creative Server Let's Play, wofür es jetzt muss sein. So. Nein, das ist falsch. Wir brauchen meine Aufnahmeversion. So, wir. German Creative Server. Wir gehen jetzt mal ganz kurz als Ronix rein, weil beim Durchgucken meiner Aufnahmen ist mir aufgefallen, dass ich mit den Mülleimern da nicht ganz so zufrieden bin, die wir da unten platziert haben. So. Was? Achso. Auch gerade eine Nachricht von dem Replacement Tool. So leise. Aha. Oh. Ich sollte wohl keine Aufnahmen machen, während mein Windows-Rechner gerade Steam-Updates macht. Das sieht ja mal sehr interessant aus. Wartet mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz auf meinem Windows-Rechner Steam beenden. Der saugt mir gerade das ganze WLAN weg hier. Weil, mein Windows-Rechner hängt über meinem Linux-Rechner am Netzwerk. Deswegen geht das alles durch meinen Linux-Rechner durch. Warte. Wo ist denn Rastdesk? Rastdesk, da. Windows. Und Steam. Beenden. Steam wird beendet. Müssen auch gleich mal Download runtergehen. Ja. Da sieht schon besser aus. Aha. Und schon läuft mein Test wieder. Easy. Immer diese Windows-Dinger. So. Ah, sieht doch gut aus. Okay. Und zwar das hier. Das ist mir. Habe ich gesagt, was das beendet? Nein, nicht. Weg mit dir. Sieht schon besser aus. Und zwar bin ich hier mit es sieht einfach so hingeklatscht aus. Deswegen will ich die Dinger tatsächlich doch ein bisschen unter der Erde verfrachten. Und zwar brauchen wir zwei Typsegments. Falsche Etage. So. Nehmen wir einfach mal alle vier. Keine Schaden. Eigentlich mit dem Mikrofon alles? Ich klinge schon wieder so leise. Ne, passt gar nicht. So. Das sieht besser aus. Geht doch. So, jetzt. Hallo. Und zwar will ich die am liebsten. Genau. Wenn ich das mache, ist es kein Problem. Und daher kam mir nämlich die Idee, hier ja gut, eins hätte gereicht. Oder war da bereits ein Loch? War wahrscheinlich, ja. So, würde ich das nämlich gerne hier entpacken und dann das Ding da so ranmachen. Das sieht einfach optisch schöner aus. Sollte aber immer noch funktionieren. Davon gehe ich aus. So, das heißt hier einmal dasselbe. Du kommst nach da, du kommst dann da so hin. Voilà. Jetzt sind die beiden ein bisschen nicht so hier so als einfach so als Block dran, ne? Ja. Das sieht schon definitiv besser aus. Hier bin ich auch noch nicht so ganz unglücklich. Der wirkt ja auch irgendwie so hingeklemmt, aber das geht ja mit der einem. Ja, mit der Lampe geht das nicht anders. Da wüsste ich jetzt ein bisschen erstmal nicht, wie man das besser machen könnte. Ja. Von daher muss das erstmal so bleiben. Da fällt mir gerade nichts Besseres ein. Oder? Warte mal kurz. Warum habe ich schon wieder Wasser? Kommt aus der Richtung hier. Was ist denn los? Warum habe ich da Wasser?
Ja, das ist das Ding da. Genau, hier ist der Raum. Und wenn wir uns hier hinstellen, haben wir das Wasser. Das ist ja hässlich. Das ist ja richtig hässlich. Also was, ich glaube, es ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich das hier einfach zumache. Die Frage ist, machen wir da wirklich Stein oder lieber Dirt? Ich nehme mal beides mit. Hamburger! Nice. So, davon ein bisschen was, davon ein bisschen was, alles andere erst recht nicht. So. Ich glaube, ich baue lieber den Stein hier vorne mit ab und mache komplett Sand hin. Ja, das habe ich befürchtet. Das reicht leider gar nicht aus. Gab es denn nicht sowas wie so ein Schwamm oder sowas? Ich weiß leider nicht, wie Schwamm auf Englisch geschrieben wird. Ha. Schwarz wollen wir nicht. Wir wollen Schwamm. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Die Frage ist, bis wohin geht das ganze Wasser? Ist hier alles Wasser? Mach mal hier. Ah ja, okay, ist nur die oberste Schicht. Ja, okay, gut. Dann ist das ja machbar. Auf jeden Fall besser. So, dann baue ich am besten, wenn wir gerade schon mal hier sind. Warte mal kurz, wie machen wir es am besten? Nee, das macht tatsächlich keinen Sinn. Sondern dann lieber einmal so. So, so, so und so. Ah, hier noch ein bisschen. So. Voilà. Kann man noch das hier noch abdingsern. Und schon haben wir hier einen schönen Aufgang. Ja. So ist besser. Definitiv besser. Gut, dann packen wir mal wieder ein paar Fackeln hin, sonst wird da hinten ja schon dunkel. Eine Fackel packen wir mal hier hin. Ja. Und eine packen wir da oben hin. So. Da unten kann es ruhig dunkel sein. Wenn da unten Monster spawnen, kommen sie nicht hoch. Von daher easy. Bisschen schöner gemacht. Okay, dann haben wir das auch. Dachte gerade, das ist Rohr kaputt, aber ist ja diese High Priority Tube. So, jetzt können wir in Ruhe nachdenken. Ich meine, wir könnten die Lampe auch ab
Bah, nee, ist auch blöd. Ich würde die Kiste gerne schon an der Stelle lassen. Ich habe gerade überlegt, ob wir die vielleicht hier hinstellen. Da könnte ich das Ding auch dahinter machen, aber ich würde die gerne schon so direkt erreichbar lassen. Was man natürlich machen kann, ist, dass man die, oh, ein bisschen weiter nach vorne zieht. Ich muss aber unbedingt mal gucken, wo wir das Geld gelassen haben. Kann man nicht vorstellen, dass wir das weggeschmissen haben. Ich ziehe mal nur eins nach vorne. Ungefähr so. Genau, dann kommt es da hinten immer noch ran. Und jetzt können wir nämlich tatsächlich sogar einfach das hier drunter klatschen. Lol. Hieß hätten wir eigentlich auch machen können. Wir brauchen da gar keinen Abzweig. Ich bin ja auch ein Genie. Ja gut. Hab ich gesagt, dass das sinnvoll ist. Oder wart nicht ihr das? Oh, hoffentlich klappt das auch. Gib mir Stuff. Ja, genau, geht einfach weiter. Genau, okay, das klappt also. Ja, gut. Brauchen wir also gar keinen Abzweig. Ja, wobei das so schon wieder ganz schön. Egal. Auf Optik kommt es hier nicht unbedingt an. Zumindest nur zweitrangig. Ich brauche ein bisschen Cleanstone. Oder haben wir immer einen Überlastungsschutz, der nicht so reingequetscht aussieht? Easy. Und die Kiste hat jetzt auch rein. Ja, siehst du, ich bin ja auch. Ja, das ist ja. Ja, gut, dann. Brauchen wir die Kiste gar nicht nach vorne ziehen. Fällt mir gerade mal auf. Ist die Frage: Wollen wir die Kiste lieber so oder so? Ich glaube, doch so ist besser. Oder? Ne, doch so ist besser. Also packen wir die Kiste so hin. Und machen hier auch einfach noch rein. Easy. Tada! So. Fertig! So, geil. Oberwaffen geil. Okay. Dann machen wir das also so. So. Okay. Also, dann haben wir auch noch. Weg damit. So, du kommst nach. Da. So, dann haben wir schon mal alles. Jetzt haben wir nur herzlichen Stein. Die packe ich einfach mal. Haben wir schon Steine? Nö, egal. Haben wir hier Steine? Aber okay. Okay. Dann haben wir schon mal das geschafft. Dann kam mir nämlich gestern noch die Idee, dass wir noch mal ganz kurz vielleicht als Admin reingehen. Und zwar kam mir die Idee, und jetzt macht mir die Lausche auf. Ah, jetzt hört mal genau hin, was ich sage. Falsche Richtung. Bei der Anlage, die wir gestern da gebaut haben. Die hier. Oh, sehr schön. Ha, Rohstoffe. Da kam mir die Idee. Dass wir ja, weil, ne, das ist ja so eine sichtbare Anlage, die man halt schön sehen kann. Man könnte die ja auch so bauen, dass die Anlage gar keinen Strom braucht.
Denn eigentlich müsste man, wenn ich jetzt richtig verstehe, müsste hier das Werkzeug, was man reinmacht, die Funktion hat das Ding dann auch. Das heißt, man bräuchte eigentlich, ich würde es am liebsten erstmal irgendwo testweise aufbauen, um meine Theorie zu überprüfen. Aber wollen wir ein schönes Plätzchen? In den Bergen. Ganz schön hoch hier. Ah, guck mal, das ist so, da hinten ist was aus. Cute. Ich glaube, ich baue mal hier eine kleine Testanlage. Das sieht gut aus. Ja, hier ist ein schönes Plätzchen. Hier kann man schön bauen. Und zwar habe ich mir überlegt, dass man. Was ruhig gerade? Obsidianglas, wo bist du? Wo bist du? Da. Gib mir mal einen ganzen Arsch voll. Also angenommen, wir haben hier unseren Wasserspender. Da kommt denn so der Pipe rein. Vakuumpneumatik-Typ. Wie nehmen wir hier das Ding hier? Gib mal her. Machen die genau. Zwei ist gut. Zu viel Scheiße schon wieder. Damit. Kann ich alles weg hier. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Gib mir davon eins, gib mir mal davon eins. So, du kommst dahin. Jetzt nehmen wir statt ein Notebreaker, brauchen wir zwei. Weil, wenn wir keine von diesen MV-Anlagen, also gar keine Technik-Sachen haben möchten, heißt das ja, wir brauchen hier an der Stelle schon Kies. Weil wir können ja später eine Schleifmaschine nicht mehr verwenden. Das heißt, wir müssen an der Stelle schon Kies produzieren. Und meine Idee war, wenn wir hier von zwei einsetzen, wir können sie eigentlich auch. Oh, nee, so geht's. Man könnte auch eine hier hinpacken oder so. I don't know. Je nachdem, wie es schöner aussieht. Ich lasse jetzt einfach mal so. Und jetzt kommt nämlich der Clou. Wenn wir statt einer Spitzhacke Folgendes nehmen, und zwar einen Hammer. Das Ding ist ja auch relativ preiswert herzustellen, weil Holz reicht ja auch aus. Wir nehmen uns also einen Holzhammer. Und statt einer Spitzhacke eine Schaufel. Bam. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Hier mache ich jetzt den Hammer rein. Hier mache ich die Schaufel rein. Und jetzt müssten, wenn beide mal ein Taktsignal bekommen. Dann müsste, wenn hier Lava reinfließt, wird das Lava ja zu Stein. Die Schippe kann den Stein aber nicht abbauen. Er kann aber mit dem Hammer den Stein zerkleinern. Zu Cobblestone erstmal. Das kann die Schippe auch nicht abbauen. Im nächsten Schritt kann dann aber der Hammer den Cobblestone dann in Kies hämmern. Und dann kann die Schippe das abbauen. Jetzt ist natürlich noch das kleine Problem. Warte mal kurz, machen wir jetzt hier mal Lava rein. Bam. Jetzt haben wir Stein. Angenommen. Also, schade, selber Impuls geben kann ich nicht. Gib mir mal ein bisschen Mesekorn hier. Wir brauchen Blinky Plant. Gut, eine hätte gereicht. Und hier von 99. Warum ist das Ding immer erst auf der zweiten Seite? Das, was du am meisten brauchst. So, dann packen wir dich einfach mal hier hin. Stellen wir mal auf 0. Ja. So, jetzt versucht der die ganze Zeit das Ding abzuschütten. Schafft er aber nicht. Gleichzeitig kriegt der aber auch das Signal. Und jetzt. Scheiße, kieselt er nach unten.
Daran habe ich gar nicht gedacht. Warte. Können wir das Kies irgendwie aufhalten? Ja, nee, wir müssen ja darunter Wasser platzieren. Das heißt, wir haben so oder so an der Stelle einen Block. Wir können also nichts anderes hinmachen, was das Wasser irgendwie, also das Kies vom Runterfallen abhält. Das ist ja blöd. Ach so, aber wir können es ja, glaube ich, auch über Eck bauen, ne? Haben wir mal hier eine Spitzhacke? Gießen wir mal die Spitzhacke hier. Die Spitzhacke der Götter. Ich sammle jetzt erstmal die Lava ein. Gut, das klappt schon mal nicht. Dann muss ich erstmal hier hoch und von da oben einsammeln. Danke dafür. So, ja gut, das Wasser ist jetzt auch weg. Leck mir den Arsch. Und zwar, wenn wir jetzt hier einen Block hinsetzen. Oh, untergefangen. Na gut. Eigentlich. Ah ne, darunter muss ein solider Block sein. Wenn wir jetzt hier Kies drauf machen. Okay, der Pipe darunter geht auch. Würde auch gehen. Dann nehmen wir mal die Pipe da weg. Dann können wir an der Stelle also direkt die Pipen klatschen. So. Und hier. Na gut, müssen wir jetzt die ganze Dinger aber um eins verbreitern. Gut, der Platz reicht mir zum Glück. Zum Glück. Hier kommt dann das Wasser hin. Bam. So, jetzt müsste doch eigentlich. Wenn da Lava ist. Aha! Es funktioniert. Nice! Mese. Nee, Pipe. Wir brauchen Pipe. Das Einzige, was mir jetzt gerade einfällt, wo ich hier gerade so zugucke, es könnte natürlich auch passieren. Weil die beiden bekommen jetzt gleichzeitig den Takt. Jetzt ist die Frage, angenommen, der macht daraus, ne? Er macht daraus erst Cobblestone, dann macht er Kies und im nächsten Schritt baut er das denn ab. Aber was passiert, wenn er im nächsten Schritt, bevor er das schafft abzubauen, das nochmal draufhämmert? Dann würde daraus nämlich Sand werden. Das können wir aber gut umgehen, indem wir einfach nicht nur die steigende Flanke verwenden, sondern auch noch die fallende Flanke. Und das machen wir am besten mit einem Not Gate. Dann machen wir so, das klatschen wir einfach hier hin. Und jetzt arbeiten die beiden immer abwechselnd. Ne, das heißt, jetzt zwingen wir quasi, dass er im ersten Takt, ne, also im ersten Halbtakt, macht er daraus Kobbel. Im zweiten Halbtakt kann er das nicht abbauen. Im dritten Halbtakt macht er daraus Kies. Und im vierten Halbtakt kann er das dann abbauen. Und damit kommt er nicht mehr rechtzeitig zum Zug, um daraus dann Sand zu machen. Wobei es auch so zu funktionieren scheint, weil hier ist alles Kies. Oh ja, gut, vielleicht ist das ein bisschen paranoid. Aber sicher ist sicher. So, jetzt haben wir nämlich ganz viel Kies. Und diesen ganz viel Kies können wir nämlich jetzt verwenden. Ja, das können wir jetzt eigentlich einfach 1 zu 1 in ein Gravel-Dingsabumsack. Das Problem bei der Anlage ist natürlich, es wird nicht alles verwertet, ne, ganz klar. Sondern nur das, weil wir können halt hier, ne, also das Kies könnten wir tatsächlich sogar zu wieder zurückführen. Wir bräuchten also am Ende bei Pipes bräuchten wir trotzdem noch eine Sorting-Dingser. Na kurz, ich mach mal dich hier. Hey, wieso kann ich dich nicht abholen?
Ich mach dich mal eins nach innen. So blöd, dass hier so ein Loch ist. Kann man gar nicht in Ruhe arbeiten. So. Und dann kommt dort das Ding hin. Hier machen wir als Aufgabe erstmal nur eine Kiste. Hier müssen wir natürlich wieder weiterverteilen zu unserer komischen Anlage denn dann. Also derjenige, der das nachbauen möchte, der zu seiner Anlage. So. Es wird erstmal alles weiter nach wie vor weitergeführt. So, wir brauchen aber, genau, Geld muss aktiv sein. So, und jetzt, ich glaube, hier wäre es günstig, wenn wir hier auch eine Sorting Tube hätten. Dann kommt hier auch erstmal alles noch Geld. Danke, lieber Sieb, dass du mich hochschiebst. So, jetzt kann man mich Folgendes sagen. Achso, hier ist natürlich... Ach stimmt, brauchen wir jetzt hier gar nicht. Dann geht das doch direkt so. Eben, kann ja von allen drei Seiten befüllen. Ach scheiße, wir brauchen hier noch einen Injektor. Verdammt. Gut, dann müssen wir doch so ein bisschen... Ah scheiße. Stimmt, da wird ja auch Feuerstein produziert. Ah, klar. Dadurch, dass jetzt das Kies einfach abgeschüppt wird, ist genauso wie wenn man selber Kies abschüppt, dass daraus Feuerstein wird. So, im bestimmten Verhältnis. Oder Wahrscheinlichkeit. Ja, da habe ich jetzt gar nicht gedacht. Das heißt, wir müssen ja alleine doch ein bisschen komplexer bauen. Gut, aber das machen wir nächste Folge. Ja. Bis dann.